alten Sack. Nein, du nicht, Cupid. Du nicht. Kleine Mistvieh. Endlich! Endlich habe ich das kleine Mistvieh gekillt. Oh, ernsthaft? Du bist doch ein... Sackgesicht. Ha! Sperrt er mich mit der ein? Wer kann einsperren? Ah, Jemir. Hat den Weg abgetrennt und hatte die Nutte vor mir die ganze Zeit. Auch schön. Zum Glück hatte die ihre Ulti gerade nicht. Beziehungsweise war es schon fast zu Ende, die Ulti. Ja, die haben aufgegeben. Jetzt kommt der beste Schlusstanz ever. Der beste Gewinntanz ever. Cupid kriegst ja schon mit 1500 Punkten. Ja, das ist nur so ein Witz-Hero eigentlich. Gut. Du bist auch online, okay. Partei. Glück macht das nicht so taub. Was? Der Invite. Der Invite. kann es sein, dass der Chat abgestürzt ist oder schreibt einfach keiner? Ist es. Ah doch, ging. Was ich jetzt noch machen wollte, und zwar... Ich wollte mein Chat verbinden. Verbinden? Ja, das geht doch in Smite. Du kannst deinen Chat doch in-game anzeigen lassen. Vom Twitch. Das ist cool. Du kannst ja auch broadcasten direkt durch Smite, aber das ist scheiße. Die Smeevil-Treats kriegt man... Ein Compendium-Match machen, dann ist... Das im ersten Compendium-Match ist es garantiert, einen Smeevil-Thread zu kriegen. Danach kriegst du die Random-Like in den Compendium-Matchmakings oder einfach im Public-Matchmaking. Da kannst du die auch bekommen. Genau. Da habt das. Wollen wir zum Aufwärmen eine Runde Arena erstmal, oder? Weil das fängt in 40 Sekunden an. Ist egal, was. Das, was am schnellsten geht. So, dann sehe ich jetzt, ich kann auch hier, glaube ich, jetzt reinschreiben, ne? Test. Ja, funktioniert. Jo, kann man. Sehe ich hier oben auch, wie viele zuschauen und alles. Das ist ganz, ganz praktisch eigentlich. Dann aber nur der Broadcaster, oder? Ja, ja. Du connectest halt direkt zu deinem Channel. Du kannst das auch hier drüber direkt streamen und alles. Aber das ist nicht so gut. Du kriegst sogar, wenn du, ich glaube, 10 Stunden insgesamt voll hast mit Smite Game Time, dann kriegst du für Jemir einen Skin. Wenn du halt direkt über das Tool Twitch sendest. Jemir. Genau, du kriegst den Twitch Jemir. Mit so einem dicken Twitch-Zeichen auf dem Rücken.
Okay, Fenrir. Im Loki, glaube ich, oder? Ja, Loki kann in der Arena echt hinterhältig sein. Wobei Ares mehr der Arena-Fighter ist. Oder Ares hast du, glaube ich, nicht, ne? Login. Login. Okay, Ra. Okay, da hat ihn wenigstens eine Ares genommen. Ich hätte gern Fenrir. Fenrir ist cool. Fenrir ist auch eine Bestie. Wobei, den haben sie ein bisschen genervt. Also, es ist mir gestern auch gefallen. Der ist nicht mehr so OP. Also, den haben sie ein bisschen genervt. Okay. Was haben wir jetzt? Auch Ares. Und Ares, Loki, Hades, Zeus, X-Balanku, die Kuh. Okay. Okay, was machen meine Skills? Welcher Taste konnte man nochmal die Maus frei bewegen? Leertaste. Ach, ich will immer mit Shift sprinten. WB, Olli. Buff. Mal Runen sammeln. Leute, lasst mich Runen sammeln. Oh. Oh, verdammt, 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 verdammt. Puh. Bisschen Damage wenigstens verteilt. Autsch, irgendwas macht dicke Schaden bei mir. Ja, das könnte Zeus Dings sein. So eine komische Donnerkugel, die auf dir sitzt dann. Erster Rage Pit. Oh fuck, fuck, fuck. Hab dich. Muss in die Base. Double Kill. Bei Arena geht's darum, die Minions, die, wenn die hinten ins Portal rennen, ziehen sie einen Punkt ab. Jeder Minion Kill bringt 1 Punkt und jeder Hero Kill bringt 5 Punkte. Und wer als erster auf 0 ist, hat verloren. Also zieht halt von den Gegnern dann ab. Oh. An ally has been slain. Die ganze Zeit hüpfen, ey. Ja, ich bin Forge. Ja. Nee, also hüpf, hüpf, hüpfen geht hier nicht. Oh Gott, lauf. Oh, und stehen bleiben. Au. Lauf, 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 lauf. Ja, schade. Was hat mich getan?